Im Kloster Maria Medingen liegt die selige Margarete Ebner begraben. Sie ist 1291 in Donauwörth zur Welt gekommen und trat schon mit 15 Jahren in das Dominikanerinnenkloster Maria Medingen ein, wo sie am 20. Juni 1351 im Alter von 60 Jahren starb. Viele Jahre ihres Lebens war sie durch eine Krankheit ans Bett gefesselt. Sie gilt als Mystikerin, hatte Visionen, in denen sie sich von Jesu persönlich angesprochen fühlte. Neben den Visionen, die natürlich auch die Theologen immer sehr interessieren, die vor allen Dingen auch zum Ausdruck bringen, dass hier eine sehr intensive Christus-Spiritualität bei Margarete Ebner auch vorhanden gewesen ist, die vielleicht ein bisschen zeittypisch war, wenn man sie vergleicht etwa mit Katharina von Siena, sind durchaus gewisse Parallelen inhaltlich auch erkennbar. Ist bei ihr auch das Spannende, dass es einen Briefwechsel gibt und dass diese Briefe in Mittelhochdeutsch abgefasst sind. Das ist das erste größere Briefkonvolut in mittelhochdeutscher Sprache, das wir noch haben. Margarete erlebte Jesus in ihren Visionen nicht nur als Erwachsenen, sondern auch als Kind oder Baby. Bis heute hat die hölzerne Puppe des Jesuskindes, mit der sie in einer Art mystischem Dialog stand, ihren Platz im Altar der Margaretenkapelle. Die verschiedenen Themen ihrer Visionen sind im Deckengemälde festgehalten. Von Wundern erzählen die vielen Votivbilder, die von Wallfahrern vom 17. bis ins 19. Jahrhundert gespendet wurden. Die jahrhundertelange Verehrung von Margarete Ebner mündete am 24. Februar 1979 in der offiziellen Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. In Andex ist 1174 die heilige Hedwig auf die Welt gekommen. Sie stammt aus unserem Bistum, spielt aber keine große Rolle in der hiesigen Heiligenverehrung. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Hedwig ihren Wirkungskreis, den Großteil ihres Lebens, das, wo sie sich den Ruf ihrer Heiligkeit erworben hat, eben in Schlesien, in ihrem Herzogtum, sich erworben hat und dort gewirkt hat. Aber vor allen Dingen in den deutsch-polnischen Grenzgebieten wird sie sehr stark auch als eine Verbindungsperson, als eine Art Brückenheilige fast, für die Versöhnung, für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen, zumindest was das religiöse Gebiet angeht, betrachtet. Die heilige Hedwig ist also von hier, führt in unserer Region allerdings eher ein Schattendasein. Das ist bei der nächsten großartigen Frau ganz anders. Am 20. Oktober 1682 bekamen die armen Kaufbeurer Webersleute Lucia und Matthias Höss eine Tochter. Sie nannten sie Anna. Durch Vermittlung des evangelischen Bürgermeisters wurde Anna im Kloster Kaufbeuren aufgenommen. Ihr Ordensname bei den Franziskanerinnen war von nun an Crescentia, die Wachsende. 1741 wurde sie zur Oberin des Klosters gewählt. Und sie war vor allen Dingen eine sehr gesuchte Ratgeberin weithin, sodass sie tatsächlich schon noch zu ihren Lebzeiten im Ruf der Heiligkeit stand. Nach dem Tod von Crescentia am 5. April 1744 setzte ein Strom von Pilgern ein. Kaufbeuren wurde damals das religiöse Zentrum Schwabens. Tausende beteten an Crescentias Grab, erhofften ihre Fürsprache. Wir bitten die Heiligen zwar um Unterstützung, aber es muss schon klar sein, das, was die Heiligen für uns tun können, geht eben über eine Fürbitte bei Gott nicht hinaus. Derjenige, der uns hier eigentlich unter die Arme greifen kann, der uns hier unterstützen kann, das ist eben nur Gott selbst und eben nicht die Heiligen. Deswegen sprechen wir auch immer von der Verehrung der Heiligen, wir sprechen aber niemals von einer Anbetung. Crescentia wurde im Jahr 1900 selig gesprochen. Am 25. November 2001 sprach Papst Johannes Paul II. Sie heilig.